Wir feiern unseren Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch zu Hause, liebe Glaubensfamilie, von wo immer ihr uns heute wieder zuschaut und mit uns diesen Gottesdienst feiert. Schön, dass Sie da sind. Heute geht es darum, dass wir einmal darüber nachdenken, was es bedeutet, als Christ zu glauben, ein ganzes Leben zu glauben. Und es ist interessant, wir haben einen ganz neuen Predigttext in unserer Predigtreihe aus dem Buch des Predigers. Er erzählt uns in vielen Bildern und mit vielen guten Gedanken, was auch das Altern für uns im Leben bedeutet und dass es immer auf die Beziehung mit Gott ankommt. Ich wünsche uns heute eine erfüllte Zeit. Amen. Wir wollen heute beten mit Worten des 119. Psalmes. Wohl denen, die ohne Tadel leben und die Weisungen halten, Gott. Wohl denen, die dein Gebot befolgen und nicht den eigenen Vorteil suchen. Denn dein Wort, Gott, erfüllt Himmel und Erde und bleibt bestehen in Ewigkeit. Deine Wahrheit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und das Wort deiner Lippen reicht bis über den Horizont. Ich liebe dein Wort und sinne ihm täglich nach, in schlafloser Nacht oder in der Frühe des Morgens. Dein Gebot ist mir wie eine Leuchte in dunkler Nacht, dass mein Fuß nicht strauchelt. Es ist mir wie ein Licht, dass ich in der Dunkelheit den Weg finde. Ich will mich daran halten und es in meinem Herzen bewahren. Dein Wort, Gott, ist mir Schutz und Schild. Es erhält mich und stärkt meine Seele. Es lässt mich wieder aufleben und bewahrt mich davor, zu Schanden zu werden. Wohl denen, die ohne Tadel leben und die deine Weisungen halten, Gott. Amen. So lasst uns beten. Herr, unser Gott, gib uns Mut zum Hören auf dein Wort, auch wenn es uns nicht immer gelingt, dein Wort zu halten und selbst Liebe zu üben. Darum schenke du uns heute Kraft und Mut, damit wir immer wieder neu beginnen können. Halte zu uns und lass uns dich in unserem Leben immer wieder spüren. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch des Predigers Salomos im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Der Prediger schreibt: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt. Und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecken sich beläht und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er bleibt und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle
und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Kirchenfamilie, lesen Sie auch gerne Weisheitssprüche und verschicken Sie über die Nachrichtendienste Ihres Handys? Ich saß neulich in einem Restaurant und neben mir an der Wand hing ein Bild und darauf stand: Ich bin jetzt in dem Alter, wo mir vieles einfach egal sein kann. Ein cooler Spruch, wie ich fand. Das Alter als Begründung, manches einfach mal viel lockerer zu sehen. So sagt es uns heute auch der Verfasser des Buches der Prediger. Er ist ein Gelehrter und er wünscht sich einfach, dass alle Menschen glücklich sind. Glücklich zu sein, so sagt er, liegt daran, dass der Mensch sein Leben ganz bewusst leben soll und es vor allem immer in Beziehung mit Gott leben soll. Denn lebt er ohne Gott, dann ist alles, was er tut, eitel. Und eitel, das bedeutet nicht, den Kopf oben zu tragen, sondern Flüchtigkeit. Eitel ist, da ist etwas nichtig und hat keine nachhaltige Bedeutung. Es ist nicht von Dauer. Alles ist eitel, sagt der Prediger. Der Mensch will Glück haben im Leben. Aber oft verlaufen die geplanten Wege anders. Wir Menschen, so seine Weisheit, müssen erkennen, dass wir nicht alle Lebensrätsel selbst lösen können. Wir sind endlich und begrenzt in unserem Denken und Handeln. Wir und unser Tun, wir lösen uns einmal auf. Alles ist eitel. Als Menschen sollen wir im Hier und Jetzt leben, glücklich sein, den Tag leben und spüren und dabei ganz auf Gott vertrauen. Denn nur Gott kennt den Sinn aller Dinge. Und wenn wir das anerkennen, können wir auch unseren Platz im Werk Gottes in seiner guten Schöpfung finden. Der Prediger empfiehlt deshalb, vor Gott Ehrfurcht zu haben und die Freude am Guten des Lebens im Weg mit Gott zu entdecken. Denn alles, so sagt er, kommt von Gott. Das ganze Leben kommt aus seiner Hand. Auch das Altwerden. Und darum geht es im Predigttext. Da werden für das Altwerden wunderbare Bilder gebraucht. Sie haben es eben im Predigttext gehört, vielleicht haben Sie mitgezählt, 17 Stück. Die Erfahrung des Alterns lässt sich nämlich nicht nur in einem Wort oder in einem Bild zusammenfassen. Und der Autor dieser Verse hat mit einer gewissen Ironie die Bedeutung des Alterns erfasst. Er sagt, alt werden,
Das ist so, wie wenn die bösen Tage kommen. Sie gefallen uns nicht. Es sind düstere, graue, regnerische Herbsttage. Und Sie alle kennen doch bestimmt dieses Wort, der Herbst des Lebens beginnt. Das wissen wir. Der Frühling, der Sommer ist vorbei und wir beginnen nun langsam zu welken, wie das Herbstlaub. Ja, für uns beginnt dann eine neue Zeit. Und liebe Kirchenfamilie, der Prediger umschreibt das mit den wunderbaren Bildern des Alters. Ich zitiere ihn ein paar. Er schreibt, Häuser zittern, die Starken krümmen sich und die Müllerinnen stellen die Arbeit ein, denn es sind nur wenig vorhanden. Und die Bilder bedeuten, dass die Arme zittern und unsere Beine im Alter immer krummer werden. Wer kennt das nicht, wer Knieprobleme hat? Und die Zähne, das sind die Müllerinnen, die Müllerinnen mahlen Korn und unsere Zähne mahlen, was wir essen. Und die werden eben weniger. Und deshalb können wir im Alter nicht mehr alles so gut kauen. Und so geht es weiter. Da spricht er in Bildern mit Türen und Toren und von Fenstern und meint damit die Augen und die Ohren, die alle schlechter werden. Und auch unsere Stimme, die sich im Alter verändert, meist etwas höher wird. Wer in einem Chor singt, weiß, dann tritt irgendwann dieser Tremolo ein und man will gar nicht mehr so gerne mitsingen. Ja, der Lebensabend geht zu Ende. Der Mensch hat den Frühling, den Sommer und den Frühherbst seines Lebens schon hinter sich. Und nun kommt der Spätherbst und der Winter. Die Zeit der letzten Wohnung, bis auch der letzte Weg ansteht. Der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, heißt es im Bibeltext. Und zwar dann, wenn die goldene Schale bricht und der Lebensfaden reißt, der Schöpfeimer zerschellt am Brunnen und das Schöpfrad fällt hinein. Sind das nicht wunderbare Bilder, um den Tod, das Begrabenwerden des Leichnams zu beschreiben? Martin Luther hat es in diesem Vers so ausgedrückt, er hat gesagt, denn der Staub muss wieder zur Erde werden, wie er gewesen ist. Der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Unsere Basisbibel hat das etwas verständlicher übersetzt. Sie schreibt, dann kehrt der Staub zur Erde zurück, aus dem der Mensch gemacht ist, und der Lebensatem kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Was für eine tolle Botschaft an diesem 20. Sonntag nach Trinitatis, die uns nicht abschrecken will, wenn wir an unser eigenes Altern denken. Hier wird das Altern beschrieben, ohne Statistiken, Zahlen, ohne die Generationenfrage zu stellen, sondern ganz einfach als eine Erfahrung, die zum Leben dazugehört. Genauso wie wir mal das Fahrradfahren gelernt haben, den Führerschein gemacht haben, tanzten, unsere erste große Liebe entdeckten und dann auch Tiefschläge, Trauriges, Schweres im Leben erleiden und erfahren mussten. Liebe Kirchenfamilie, ich musste an ein Radio-Interview mit dem Engel von Tutzing denken, das ich erst vor kurzem gehört habe. Der Engel von Tutzing, so wird Schwester Josefa genannt. Sie ist eine Ordensschwester der Missionsbenediktiner und hat die meisten Jahre ihres Lebens als Krankenschwester auf der mobilen Krankenstation in Tutzing gearbeitet. In Tutzing kennt Schwester Josefa jeder, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau. Bei manchen hat sie geholfen, sie auf die Welt zu bringen. Vielen Menschen hat sie das Leben gerettet. Und die Ärzte dort sagen, immer wenn Schwester Josefa dabei ist, wird alles gut. Und nun wird Schwester Josefa in wenigen Wochen 100 Jahre alt. Und ganz Tutzing feiert mit dem Engel von Tutzing. Und Schwester Josefa wurde gefragt, wie es ist, so alt zu sein, wie sie sich dabei fühlt. Und interessanterweise ist sie nie ganz konkret auf die Frage der Reporterin eingegangen. Sie hat sie nicht beantwortet. Sie hat immer nur gesagt, ich bin dankbar. Ich habe jeden Tag gelebt und jede Stunde genossen. Und ich habe mit Gottvertrauen gelebt. Ich habe mich immer bewegt. Ich war immer mit Menschen zusammen.
Und die Gemeinschaft im Kloster, der geregelte Tagesablauf dort, der hat mir gut getan. Denn bei aller Arbeit habe ich doch immer wieder im Tagesablauf auch zu Gott gebetet. Und auch jetzt mit meinen fast 100 helfe ich noch ein bisschen mit, wo ich kann. Es ist nicht mehr so viel. Aber die Schwestern haben mir noch ein paar Aufgaben gegeben und das tut mir gut. Dafür danke ich Gott. Ich danke Gott für jeden Tag. Und dann fragte die Reporterin, wie sie denn ihren Geburtstag feiern würde. Und Josefa antwortete, ich freue mich, wenn ich es schaffe, die 100 zu werden. Es wird bestimmt ein schöner Tag. Und ich freue mich darauf, mit vielen Menschen diesen Tag zu feiern. Mit den Menschen, die mich mein Leben begleitet haben. Schwester Josefa hat doch das Wort des Predigers geliebt. Sie ist dankbar für jede Lebensphase und die ist wichtig. Sie sagt, sie gehört zum Leben und wir müssen sie erleben und erfahren. Aber sie vergeht und dann kommt eine neue Phase, die auch wieder vergeht. Und deshalb sagt der Prediger, alles ist eitel. Das bleibt nicht, es ist vergänglich. Und deswegen ist es gut, dass ich mich auf eine Kraft beziehen kann in meinem Leben, die größer ist als ich selbst, auf unseren Gott. Liebe Kirchenfamilie, ich weiß nicht, wann ich die Schwelle in die nächste Lebensphase überschreite. Ich kann jetzt jammern und sinnieren, alles schlecht und negativ sehen, nur noch über meine Wehwehchen reden, doch ich werde feststellen, alles ist eitel. Alles vergeht, es bleibt nichts. Da schaue ich doch lieber auf Gott, den Schöpfer, mit dem und durch den ich mich freuen und guter Dinge sein kann. Ich kann Gott vertrauen in meinem Leben, denn er hält, was er verspricht. Unser Geist wird wieder beim Vater sein, denn seine Liebe ist beständig und bleibt. Durch Jesus Christus durften wir das erfahren. Er war es auch, der am Kreuz in der letzten Phase seines Lebens hier auf Erden ganz laut gerufen hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so leben wir jeden Tag bewusst mit Gott, mit seiner Liebe und seinen Angeboten zum Leben. Und auch irgendwann befehlen wir unseren Geist in seine Hände. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Miteinander und füreinander beten und ich lade Sie auch zu Hause ein, auf den Gebetsruf, wir rufen zu dir, mit Herr erbarme dich zu antworten. Wir danken Gott für die Menschen in unserer Gemeinde, die in Ehe und Familie leben. Hilf ihnen, ihre Beziehung in Liebe und Verantwortung zu gestalten, zum Segen für unsere ganze Gesellschaft. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir danken dir für unsere Familien, Eltern und Kinder, alt und jung, groß und klein. Hilf ihnen allen zu einer guten Verständigung zwischen den Generationen, damit sie einander Gutes tun und einer den anderen achte und wertschätze. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Wir danken dir für unsere junge Generation. Schenke auch ihnen auf der Suche nach Freundschaft und Liebe die richtige Partnerin und den richtigen Partner. Hilf ihnen, ihre Liebe in Treue füreinander zu hüten und zu bewahren als einen kostbaren Schatz. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich auch für alle, die alleine leben, dass sie nicht einsam werden. Wir bitten dich für alle, die einen Menschen verloren haben, dass sie nicht bitter werden. Und lass uns Wege zeigen, wie wir ihnen gut zur Seite stehen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich auch heute für alle Menschen, die in ihren Beziehungen gescheitert sind. Lass sie an den Brüchen ihres Lebens nicht verzweifeln, sondern reifen. Lass sie die Anteile ihrer Schuld erkennen und hilf ihnen in deiner großen Barmherzigkeit wieder zurecht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, hilf uns allen in unserer Verantwortung füreinander, dass wir mit deiner Hilfe gute Vorbilder sein können, um einander zu dienen und zu helfen auf dem Weg durch die Zeit. Und schenke uns allen im Großen und im Kleinen deinen Frieden. Amen. Und alles, was uns jetzt noch am Herzen liegt, legen wir in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Glaubensfamilie, schön, dass Sie wieder mit uns gefeiert haben. Und wir bedanken uns auch bei allen, die uns in diesen Wochen wieder etwas gespendet haben. An Geld, an guten Worten, die uns geschrieben wurden. Sind vielen Dank dafür im Namen des ganzen Teams, die hier für diesen Gottesdienst verantwortlich sind. Und nun gehen Sie unter Gottes Schutz und Segen in die Zeit, die vor Ihnen liegt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.